Naja, wenn das nicht gerade irgendwie fast schon klar war. Ist das ein Spiegel? Das wäre irgendwie crazy. Nein, ist es gar nicht. Okay. Help. Okay. Wow. 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 Die Spiegelung, schaut mal. Wow, das. Kann ich da einfach mal laufen? Außer am Boden sieht man sonst gar nichts. Der Hintergrund kommt überhaupt nicht näher. Krass. Aber schaut, wie weit ich gelaufen bin. Ja, ich muss wieder jeden Weg gehen, der irgendwie mir nicht zusteht, ne? Aber ich habe jetzt gerade dieses einzelne Türmchen, diese Spiegelung, da drüben gesehen und irgendwie zieht mich das gerade an. Ich dachte erst, da steht ein Mensch. Was ist das hier? Ist das nur ein Spielfehler? Ja, oder? Oder? Schritte werden es nicht sein. She was just a little kid, even more so than I, laughing away while playing on a swing set. I saw it coming before she did, and I ran and ran and ran and didn't look back until I was safe, all the way up in a tree. It was over in a split second. Suddenly she was gone. Warum ich jetzt gerade nicht da weitergelaufen bin, ich konnte nicht. Es war eine unsichtbare Wand dort. Darum gehe ich halt jetzt doch dahin, wo man hingehen soll, wahrscheinlich. Okay. Joa, ist tief. Ich hätte jetzt schon wieder Bock runter zu sprengen, ne, Leute? Mach ich jetzt auch. Wow. Ja, das hat sich jetzt schon gelohnt. Oh Gott, oh, der Aufprall nicht. Aber das, ja, gut, ja, ich denke, wir wurden jetzt einfach mal hier irgendwie drauf gesetzt. Sorry, musste gerade sein. Sein. Ich habe gerade Angst, dass ich noch mal runterfalle, weil ich nicht aufpasse, wo ich lang laufe. Das Bild. Ja, das kennen wir ja schon. Komm, geh vorsichtig. Geh nochmal zurück. Ja. Krass. So ganz wenig Wasser irgendwie und krass. Kommst du hier nicht rein? Ich gehe irgendwie nie auf den Wegen, ne? Ich muss immer
Komm, einmal Hürdchen springen. Hat nichts gebracht. Ich muss mir auch mal alles ganz genau anschauen. Sind auch überall Korallen dran, ne? Schaut mal, Korallen und Algen. Hier war wohl mal Meerwasser. Also nicht, also ja, Meerwasser oder auch Meerwasser. Ja, je nachdem, wie man es sagen will. Das sieht irgendwie aus, als würden wir schweben. Ich habe jetzt nicht geklickt, ich bin einfach nur gegengelaufen. Kann ich jetzt auf dem Strich laufen? Aber das bringt mir ja eigentlich gar nichts. Komme ich nur wieder zum Spiegel. Okay. Ach so, da kann ich auch nicht durchgehen durch Licht. Okay. Ach, der hat die Ranke weggepackt. Ups. Lightning needs to rebuild. Ja, dann rebuilde mal. Bleibt jetzt da oben stehen? Warum geht das nicht weg? Naja, gut. Kann ich nicht ändern. Wow, also die Umgebung finde ich ja voll nice, ne? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich dachte gerade erst kurz, ich bin blöd, aber bin ich, glaube ich, nicht. Bin ich auch, aber. Die Spiegelung ist anders. Also, weil ich wollte jetzt gerade wieder so gucken, weil vorhin fand ich die Spiegelung schon so genial. Da in der Mitte, da wo wieder so ein Spiegel steht, ne, da oben, da sind ja so zwei kleine Plattformen darüber. Und darunter, also in der Spiegelung, ist es eine durchgehende Platte. Und da ist sogar noch ein Baum oben drauf irgendwie oder so ein Ding, was oben nicht ist. Davon abgesehen auch, dass die Spiegelungen alle viel länger sind irgendwie als die Dinger in echt, weil schaut mal. Total, schaut mal. Vielleicht zeigt es das, wie es früher war. Kann das sein? Weil das sind ja hier so abgebrochene Säulen. Und da wären sie ja ganz. Das kann natürlich sein. Auch hier. Ja. Seht ihr da den ersten, die eine Säule mit dem Bobbel oben? Hatten wir ja vorhin eben auch schon. Und die dahinter, da in der Spiegelung, hat die auch einen Bobbel. Und die ganz hinten hat auch einen Bobbel in der Spiegelung. Aber hier haben sie keine mehr. Das ist bestimmt so, wie es mal war. In der Spiegelung ist es auch viel, ne? Da sind die auch viel reiner. Da ist auch nicht hier so ein, was ist denn hier für ein Schlagzeug dran? Ja, so Korallenscheiß. Also Korallen sind ja nicht scheiß, aber. Und unten? Schau mal, ist voll schön. Bestimmt. Ah, da ist wieder so ein Ding. Okay. Ja gut, wenn ich jetzt hier drauf gehe, passiert ja genau das Gleiche. Brauche ich dann wieder so zwei so Bällchen? Ich habe noch keine gesehen. Aber ich habe auch nur auf Spiegelungen geachtet. Komme ich da hoch? Aber vielleicht ist die Spiegelung auch wichtig. Könnte natürlich sein. Die Dinger haben hier nämlich auch gar keine Spiegelung. Die haben hier nur einen Schatten. Weil die waren ja, das waren ja die Säulen. Ja, genau, das war so, wie es mal war. So, und ja, und wie komme ich jetzt da hoch zu dem Spiegel? Können wir jetzt, Saskia, konntest du dich mal aufs Spiel jetzt hier? Soll ich vielleicht hier die Gegebenheit nutzen und.
Was bringt mir das? Okay, da kann ich auch nicht drauf. Was irgendwie komisch ist, aber. Nein. Und hier wahrscheinlich dann auch nicht wirklich, ne? Nee. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich jetzt hier drauf komme. Ja, ich überlege immer noch. Ist da vielleicht irgendwas in der Spiegelung oder? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht, ne? Schauen wir mal. Nichts, was mir helfen könnte. Was ist eigentlich hier hinten? Es hat auch keine Spiegelung. Was irgendwie komisch ist. Schon mal die Spiegelung von diesem, da wo wir hergekommen sind, das sieht doch aus wie Treppen da unten, oder? Oder täuscht das nur? Das sind sie aber nicht. Täuscht nur. Könnt ihr nicht mal ein bisschen Musik sein? Das wäre eigentlich ganz schön. Und dieses Lightning Need to Rebuild nervt mich auch. Da werde ich doch wohl nicht reinkommen, wenn ich jetzt einfach so. What? Ach so. Das ist natürlich eine. Das ist natürlich auch eine Option, ne? Lassen wir uns mal darüber schleudern, wenn ich das irgendwie hinkriege. Oh, ja. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es gleich klappt. Okay. Lightning ist weg. Also wurde es wohl schon gerebuilt? Rebuild. Da ist ein Spiegel. What? Hier musste noch was ganz anderes gerebuildet werden. Was? Warte mal. Ach so. Okay. Also warte mal. Also irgendwas scheint doch hier mit den Spiegelungen es nicht auf sich zu haben. Also jetzt auf jeden Fall, oder? Seht euch das mal an. Was jetzt sogar ein bisschen crazy ist, wenn das das ist, was es vorher war, was man ja auch sieht, weil da ist ja noch so ein Fitzelchen Treppe, aber andererseits, dass jetzt so ein durchgehender Balken da ist, der eigentlich ja schon total alt und verrottet aussieht, aber der eigentlich nie existiert hat. Also hier kann ich jetzt wahrscheinlich, genau, dachte ich mir. Okay, dann müssen wir jetzt doch die Spiegelung ausnutzen, was ja irgendwie ganz nice ist. Aber das erfordert Umdenken und das sowas kann ich nicht, weil ich denke immer doppelt um. Okay, warte mal. Wir müssen dann da hoch, darüber, dann darüber bis zu der Säule, darüber, dahin. Oh Gott, kann ich mir das merken? Bis da und dann da hoch. Da. Und da hoch. Oder? Ja. Gut, versuchen wir. Das wird jetzt aber ein bisschen crazy irgendwie. Das geht halt ohne Scheiß. Vorsichtig. Okay, nicht verwirren lassen. Einfach weiter. Das ist ein bisschen crazy. Crazy. Und das ist halt auch nicht über. Ja, dass der Schatten trotzdem korrekt ist, aber halt nur diese. Ist echt cool irgendwie. Ding.
Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Toll, siehst du, jetzt bin ich so aus dem Let's Playen raus. Ich hoffe wenigstens, dass ich irgendwie Outer City gestartet habe. Da ist wieder so ein Bobble. Und hier sind überall Bobble. Und hier sind auch Spiegel. Und es ist auch wieder Spiegelungszeit. Spiegeltime. Spiegelzeit, hat sie gesagt, ne? Die Zockfrau. Schön. Spiegelzeit. Komm, wollen wir nochmal durch die Treppe fallen? Ja, als hätte man es jetzt noch nicht gelernt. Spiegelzeit. Jetzt habe ich dauernd diesen. Das ist fast genau. Das ist eigentlich genauso wie. Wie vorhin, ne? Hier mit dem. Wo ich nicht hochkam. Vielleicht müssen wir es nachher wieder genauso machen. Spiegelzeit. Ich habe die ganze Zeit jetzt diesen Kopf vor mir von dieser Frau, von dieser Verrückten. So, wie komme ich an diesen Spiegel dran? Nicht über die Treppe auf jeden Fall. Sondern über die. Und dann muss ich da so zur Seite gehen. Nee, warte mal. Doch, oder? Da muss ich so ein bisschen nach links gehen, darüber. Da ist ja dann noch so ein Ding. Und dann rechts und dann darüber. Und dann bin ich da. Oder so. Hoffe ich. Okay. Ja. So. Das ist total crazy. Und jetzt aber andersrum und wieder durchs Nichts. Und jetzt kann ich jetzt da drauf gehen hier? Ja. Crazy. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise, Leute. Zu laut werde ich sicherlich nicht sein. Jetzt muss ich hier nochmal umbauen. Had my own Sophia survived too, back home, or in this world? One had drowned, and the other. What are the odds of surviving a tornado? Ja, das sehen wir jetzt hier, ne? Das sehen wir jetzt hier. Das sehen wir jetzt hier. Ich übersetze jetzt den Text nicht. Ich denke, bisher war es relativ einfaches Englisch. Da kommt er schon mit klar. Und ich will auch nicht jetzt hier das irgendwie ruinieren. Oder ruiniere ich es damit überhaupt? Ruiniere ich es nicht schon allein dadurch, dass ich die ganze Zeit quatsche? Wahrscheinlich. So, das hier ist ja korrekt, ne? Aber dann muss ich da geradeaus gehen. Und dann da geradeaus vor, also ein bisschen nach rechts rüber, wieder ins Nichts, glaube ich, oder so. Oder ich glaube, da ist eine Plattform und dann darüber und dann kann man da irgendwo hoch. Das kann ich jetzt nicht so richtig erkennen. Ach, dann darüber, okay. Und dann nochmal. Ja, versuchen wir. Ich glaube, ich habe schon viel vergessen. So, jetzt hier rüber. Genau, und jetzt hier, ne? Nein. Hä? Vielleicht noch mal ein bisschen weiter ins Nichts rein. Und dann, welche Treppe ist denn das jetzt da? Wieder von der Mitte dann. Ja, von dem. Okay. Jetzt krieg ich's hin, Leute. Na, hoffe ich. Hoffe ich. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Nochmal hier rüber. Und nochmal ein bisschen weiter raus. Und hier lang. Ja. Und hier lang. Und jetzt hier die Treppe hoch. Oh, ich bin, glaube ich. Ich glaube, es war korrekt. Ich bin nur von der blöden Treppe gefallen. Habe ich gerade Probleme mit meiner Maus. Also, hier rüber. Hier lang. Hier wieder rüber. Stehe ich jetzt hier richtig schön in der Mitte. So. Und jetzt hier. Ist ein bisschen crazy. Und dann wahrscheinlich. Ja, darüber. Und jetzt hoch. Okay. Da gibt es noch einen Spiegel. Kann nicht, gibt es Fallschaden? Gibt es nicht, ne? Nope.
Da geht's hoch. Ganz normal. Und dann geht's da komplett rüber. Das ist wie ein H aufgebaut. Waren die anderen auch Buchstaben? War das jetzt auch noch mal ein Help? Kann das sein? Hier wären L. Boah, das muss ich jetzt noch mal abchecken. Nicht, dass ich jetzt hier gleich mit dem letzten Spiegel irgendwas auslöse. Das will ich jetzt noch mal abchecken, Leute. Naja, gut. Naja, wenn man viel Fantasie hat, könnte es ein P sein. Und dann wäre ja das das E. Ah, ich glaube, das. Na, total. Total. Sieht man ja. Von 10 Meter Entfernung. Okay. Wie auch immer. So, wir gehen jetzt da hoch. Und dann können wir. Ah, nee, wir müssen da in der Mitte lang gehen. Dann Mitte. Aber das passt ja dann, oder? Da die Treppe, die richtige. Hoffe ich mal. Ach so, und da müssen wir. Ach so. Davor in die Mitte und dann. Okay. Ich darf mich wieder nicht verwirren lassen. Von den Wegen. So, hier bis zur Mitte. Hier wieder rüber. Und hier rüber. Ruhe, vorsichtig. Es ist komisch. Es ist voll crazy. Auf einem Weg kann man ganz normal gerade gehen, ohne sich den Weg über. Ja, ich bin doof. Ja, ich weiß. Ich wollte gerade nur zeigen. Auf so einem Weg kann man ganz normal gehen, ohne sich den Weg überhaupt anzuschauen. Aber wenn man plötzlich so im Nichts geht, kann man nicht mehr richtig geradeaus gehen und muss das immer so tippelweise machen. Boah, schaut mal euch das mal an. Und jetzt hier rüber, vorsichtig. Und jetzt hier, hoch. Und jetzt. Ja, schön sieht's aus. Bobbelchen ist immer noch dort. Da müssen wir wahrscheinlich unseren eigenen einen Trick wieder anwenden hier. Hat das wieder. Ach so, hier kam ich nicht rein. Ich dachte gerade, hier wäre ich doch eigentlich. Ah, okay. Das Bildnis der Sophia. Thank you.